Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, dadurch, dass ich ja wieder gestartet habe zu arbeiten, also beziehungsweise da wir ja wieder offen haben, dachte ich mir, ich könnte ja wieder ein Food Diary oder eher gesagt ein What I Eat in a Day machen, was ich so alles esse, wenn ich arbeiten bin oder und auch danach, wenn ich dann zu Hause bin. Jo, ich dachte mir, ich mach's dann auch mal mit euch. Ich bin auch dann gleich bei der Arbeit. Ich werde ja nicht gleich sofort ja frühstücken. Das geht ja nicht natürlich gleich sofort. Wir essen ja immer ein bisschen später. Also ich bin ja gleich da, muss hier dann auch natürlich gleich die Schutzmaske aufsetzen. Und ja, ich denke mir dann, ich nehme euch dann später mit, denn wenn ich dann frühstücke. So, ich bin gerade schon mal am Frühstücken, habe mir gerade meinen Kaffee gemacht. Was ich zum Frühstücken habe, sind zwei Croissants. Die hatte ich irgendwie schon zu Hause, von Mama wohl. Einmal habe ich hier einen normalen mit etwas Käse drauf, habe ich vorhin drauf gemacht. Und noch einen so ohne nichts. Also ich esse es jetzt einmal etwas schneller, da ich dann immer dann nach vorne gerufen werde. Oder sonstiges zum Arbeiten eben. Also, ja, ich esse es erstmal ein bisschen schneller. So, fertig. Ich will das eigentlich jetzt. Ja, ich werde jetzt weiterarbeiten. Dann nehme ich euch später wieder mit, wenn ich dann Mittagspause habe. So, Dille, ich habe jetzt ein Brötchen geholt gehabt. Beim Rewe ist ein Krusty Gouda Brötchen. Das hat eben noch Ei mit drin. Ich werde es mir jetzt etwas schmecken lassen und dann muss ich bald irgendwann wieder arbeiten gehen. Aber ich genieße erstmal so ein bisschen meine Pause. Ich habe noch was zum Trinken von zu Hause mitgenommen gehabt. Das werde ich jetzt auch mal ein bisschen trinken.
Dann habe ich hier noch einen Ehrmann, die High-Protein-Puddinge, diesmal im Karamell. Gestern hatte ich den in Schoko. Ich mag die unheimlich gerne. Die kann man eigentlich irgendwie immer essen, auch wenn die etwas von irgendwie überteuert sind. Aber das lasse ich mir jetzt auch noch schmecken für die nötigen Proteine. Und ich schaue dann auch noch heute Abend, was ich essen will. Denn ich wollte eigentlich später vielleicht einen Sub holen, also drüben beim Subway. Mal gucken, vielleicht hole ich mir dann auch trotzdem. Mal schauen. Aber ich lasse mir jetzt erstmal den Ärmel schmecken. So, alles gegessen. Ich genieße noch etwas jetzt die Pause, bis ich bald wieder arbeiten muss und dann geht's wieder weiter. So Leute, endlich Feierabend. Ich gehe jetzt gerade noch schnell zum Subway und hole mir kurz was zum Essen, dann gehe ich wieder zur Bahn. So Leute, mein Sub ist jetzt abgeholt. Ich kann ihn dann auch schon gleich essen. Ich fange gleich am Bahngleis an, das zu essen. Denn jetzt so unterwegs ist ja etwas blöd mit den ganzen Sachen in den Armen. Aber ja, endlich kann ich das dann auch gleich essen. Bekomme auch schon ein bisschen Hunger, so muss ich dann bis zu Hause nicht warten. Was auch schon mal ganz gut ist. Denn wenn ich zu Hause bin, werde ich auch ein bisschen trainieren. Und ja, dann kann ich halt schon mal gleich futtern. Jetzt genieße ich den erstmal, bis die Bahn kommt. Ich habe auch noch ein paar Jalapenos mit reingetan. Denn ich mag es so ein bisschen, wenn schon irgendwie spicy vegan heißt, dass auch dann ein bisschen Schärfe da ist. Und da sind die Jalapenos irgendwie dazu ganz gut. So, hab fertig gegessen. Ich muss nur noch warten, bis die Bahn kommt. So, ich habe mir jetzt hier mein Shake gemacht. Das werde ich mir jetzt gleich gönnen. Und dann auch noch die letzten Erdbeeren, die wir noch da haben. Die werde ich jetzt auch noch gleich futtern. Das werde ich euch aber jetzt nicht zeigen, wie ich das jetzt esse. Da ich das Video hier gleich jetzt esse oder eher gesagt trinke. Ne? Da ich ja jetzt gleich ja das Video schnell fertig haben will, damit es ja morgen rechtzeitig online kommt. Also
ja, an dieser Stelle, auch wenn ich das ja gerade noch alles sehr tun und essen werde, sage ich dann mal, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir auch auf jeden Fall ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ja, gerade sind wir auch wieder ganz gut im Wachstum. Also ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du auch ein Teil meiner Community bist. Also klick auf das rote Abonnieren-Button. Klick drauf und natürlich auch die Glocke daneben. So könnt ihr dann auch dann keine Videos mehr von mir verpassen, wenn ich dann auch Videos online stelle. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und übers Teilen würde ich mich auch freuen. Und ich lasse auch meinen Instagram-Namen da, dann könnt ihr mich auch dort gerne besuchen und auch dort ein Teil meiner Community werden. Ich würde mich auch darüber sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich da mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video oder Vlog, was auch immer, dann wieder. Bye!